Porsche präsentiert den neuen Cayenne E-Hybrid. Er positioniert sich mit 462 PS zwischen dem normalen Cayenne und der Turbo-Variante. 3,2 Liter Durchschnittsverbrauch sollen laut Werksangabe möglich sein, bei einem Full-Size-SUV, das in 5 Sekunden auf 100 km/h sprintet und auf der Autobahn über 250 km/h schafft. Doch was unterscheidet den E-Hybrid vom normalen Cayenne? Optisch kaum Veränderungen, bis auf markante Details, die einen darauf hinweisen, dass es sich hier um einen Hybriden handelt. Denn die wichtigsten Veränderungen liegen nämlich in der Technik. Also die Technologie ist sportiv ausgelegt, das heißt, wir haben die Antriebstechnologie aus dem 918 übernommen, dann erfolgreich in den Panamera integriert und jetzt erstmals in einem Cayenne E-Hybrid. Wir haben den E-Motor, die E-Maschine intelligent in die Getriebeglocke adaptiert und stellen so unmittelbar einen idealen Verbund zwischen Verbrennungsmotor und dann Getriebe zusammen. Und das Neue ist eben jetzt, dass die Boost-Strategie vom ersten Pedaldruck an funktioniert. Einige werden sich nun fragen, wieso gibt es eigentlich so einen großen SUV wie den Cayenne als Hybridmodell? Wir haben ja jetzt in der dritten Generation schon dieses Fahrzeug als Hybrid. Wir machten Erfahrungen mit der ersten Generation, dass uns das Fahrzeug die soziale Akzeptanz der Modellreihe sicherte. Es gab uns sehr positive Absatzimpulse. Die lagen in der ersten Generation bei ca. 5% des Gesamtabsatzes. Die zweite Generation des Cayennes lag da schon bei 12%, also werden das mehr als verdoppelt. Butterzart, kultiviert und nahezu geräuschlos schiebt der 136 PS starke Elektromotor den 4,92 Meter SUV an, bevor sich, je nach gewähltem Fahrmodus und oder Pedaldruck, der Monoturbo-Benziner einmischt.